Attraktiver durchs Reden mit diesen drei einfachen Tipps. Ihr habt mich gefragt, wie kann man attraktiver werden, wie kann man attraktiver reden. Das ist heute der Fokus dieses Videos und dazu habe ich dir drei Tipps mitgebracht. Der erste Tipp ist, das nennt man Downtalk, nennt man das in der Pickup-Community. Das habe ich damals selbst immer regelmäßig geübt. Das bedeutet einfach, dass du am Ende des Satzes mit deiner Stimme runtergehst. Es gibt Männer, die gehen am Ende des Satzes mit der Stimme rauf, runter. Also wenn du raufgehst mit der Stimme, dann ist es meistens mehr eine Frage im Sinne von, hey, kommst du heute Abend mit ins Kino? Da gehst du eher rauf am Ende des Satzes. Bei einer Aussage gehst du eher runter. Hey, du kommst heute Abend mit ins Kino. Eher runter. Und was du machen willst ist, und einfach mal darauf achten, dass deine Sätze, die du bildest, deine Sprache von den Worten her am Ende runtergeht. Weil ansonsten wirken all deine Aussagen wie Fragen und das wirkt unsicher. Ne? Kannst du dir vorstellen, wenn du mit der Frau redest und du bist so, hey, wollen wir was trinken gehen oder wir könnten was trinken gehen? Dann klingt das alles wie eine Frage. Es klingt alles so wie, ich bin unsicher, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, bitte entscheide du. Und nicht zu führen, nicht entscheiden zu können, ist keine attraktive Eigenschaft. Das ist also unattraktives Kommunizieren. Deswegen achte mal drauf und nimm dich auch gerne mal auf beim Flirten mit Frauen, wie deine Stimme da ist. Geht die am Ende runter oder geht sie eher rauf? Ja, und das andere ist, du bekommst dadurch auch so eine sehr helle Stimme. Und wirkst so sehr hibbelig und aufgeregt. Du wirkst allgemein unsicher und irgendwie unattraktiver. Deswegen der erste Tipp, achte darauf, dass du Downtalk machst, also mit der Stimme am Ende des Satzes runtergehst. Der zweite Tipp ist, und das siehst du auch mich in meinen Videos machen, dass du bewusster reden solltest. Lass Füllwörter weg und mach auch gerne mal Pausen. Das wirst du in den Videos hier merken. Es gibt hier kaum ein Wort bei mir, das hier keinen Sinn hat. Wenn ich mal überlegen muss und ich weiß, was ich sagen soll, mache ich eine Pause. Also für dich wirkt das vielleicht so ein bisschen so, als würde ich extra so reden, aber so rede ich meistens. Ich habe es mir angewöhnt, einfach mir Zeit zu lassen beim Reden und die meisten Männer, die habeln da durch das ist das, was die meisten Männer machen. Aber nimm dir gerne Zeit, genieß so ein bisschen das Reden, genieß jedes Wort, was du sprichst. Ja, überleg dir auch jedes Wort, was du sprichst und sprich es klar und deutlich aus. Also wirklich so, wie du es hier in meinen Videos auch siehst. Wenn ich mal eine Pause machen möchte, weil ich drüber nachdenken muss, was ich sage, dann nehme ich mir diese Pause. Und das ist ganz toll, denn das sind alles Stilmittel. Wenn du zum Beispiel mal eine Geschichte oder irgendwo eine Pause lässt, dann wirkt das, was du vorher gesagt hast, gleich viel stärker. Pausen sind zum Beispiel ein sehr, sehr starkes Stilmittel einfach. Aber viele Männer haben überhaupt gar keine Ahnung und reden einfach drauf los und machen dann Ähms und Ähs, anstatt einfach mal kurz Pause zu lassen und zu überlegen. Oder wenn du eine Geschichte erzählst, lass kurz eine Pause an irgendeiner Stelle, wo wirklich etwas passiert ist, was nennenswert ist. Irgendwas Krasses in der Geschichte. Lass eine Pause, damit das einsacken kann. So wie jetzt gerade. Also, achte einfach ein bisschen auf deine aktive Sprache, achte vor allem erstmal darauf, dass du Füllwörter rausmachst, aber achte auch darauf, bewusster zu sprechen, Pausen zu lassen, wenn du überlegen musst, so wie ich jetzt gerade, und dann hast du gleich eine viel, viel bessere Sprache. Eine Sache, die du natürlich auch machen solltest, wenn du so Assi-Slang drin hast, dann mach den auch raus, so Alter, alles so in diese Richtung oder diese ganze. Okay, wenn du Jugendlicher bist und du bist so in den Jugendsprachen Lelek-mäßigen unterwegs, kannst du natürlich machen, weil auch andere Jugendliche machen das. Aber mach dir klar, dass du stigmatisierst dich dadurch. Du wirkst automatisch dämlicher und die Leute kategorisieren dich auch automatisch dämlicher ein. Also wenn du irgendwie so, keine Ahnung, kanackisch rumredest oder was auch immer, dann wird man dich anders einkategorisieren. Das heißt nicht, dass du dümmer bist, weil du das machst, aber die Leute nehmen das nun mal so wahr. Du wirkst dadurch einfach dümmer und deswegen würde ich das lassen und würde mich von Slang entfernen. Eine Sache, die ich auch lassen würde, die ich auch viel mache, ist dieses Verdenglischen, also ganz viel Deutsch und Englisch kombinieren. Ich mache das auch sehr viel, Schande über mich. Das würde ich erlassen. Und der dritte Tipp ist, und das ist vielleicht der wichtigste Tipp von allen, den ich jetzt vergessen habe. Und der dritte Tipp, und das ist vielleicht der wichtigste Tipp von allen, ist, dass du eine lebendige Kommunikation haben solltest. Das sehe ich immer wieder bei Coaching-Teilnehmern. Ganz, ganz wenige Coaching-Teilnehmer können das. Liegt auch ein bisschen daran, dass man das üben muss. Kannst du zum Beispiel, also wenn du Kommunikation üben willst, das mal ganz nebenbei, wenn du Reden üben willst,
nimm dir mal dein Handy oder so. Ich habe es immer früher mit meinem iPad gemacht. Da habe ich mein Tagebuch genommen, wo ich so Sachen über meinen Flirt aufgeschrieben habe und habe dann in das iPad reingesprochen, habe sozusagen das Ganze als Geschichte mal im iPad wiedergegeben und habe mir dann das Ganze danach angeschaut, um mal zu gucken, wie ich denn so wirke auf Video. Das kannst du zum Beispiel machen. Ist vielleicht für dich am Anfang ungewohnt. Es ist auch unglaublich ungewohnt, am Anfang seine Stimme zu hören. Aber das kannst du auf jeden Fall mal probieren. Das ist ein gutes Trainingsmittel für deine Kommunikation, damit du attraktiver reden kannst. So, aber die dritte Sache ist eben, dass du lebendiger kommunizierst. Ich sehe es immer wieder bei Coaching-Teilnehmern. Das ist einer der größten Problempunkte. Coaching-Teilnehmer, die monoton kommunizieren. Und das bedeutet einfach sowas. So ist deren Gesichtsausdruck und so sprechen die. Ja, ich war da mal letztens auf einem Event und wir hatten viel Spaß und das war auch sehr aufregend da und ich glaube, wir werden da bald wieder hingehen. Ich gehe da ja auch gerne hin. Ansonsten mache ich meine Ausbildung und mache gern was mit Freunden und dann gehe ich auch gern abends mal feiern und ich esse gern Pizza. Und das ist ungelogen. Manche Männer kommunizieren so. Ja, so im Sinne von, also wenn du von irgendwas erzählst, wenn du davon erzählst, dass dich etwas gefreut hat, dann lass die andere Person das doch bitte auch mitkriegen so. Ja, das war voll geil, das hat mich voll gefreut, das war ein mega cooler Tag. Wenn du von einer Emotion sprichst, solltest du die Emotion in dem Moment auch rübertragen. Du solltest die auch kommunizieren mit deiner Sprache und nicht wie so ein Stein oder Fels einfach dein Gesicht nicht verziehen. Also erstmal benutz dein Gesicht. Mimik ist stark, benutz deine Hände, so Gestik, wie ich das immer mache, Gestik ist stark, das macht Kommunikation stärker, das macht Kommunikation durchschlagsfähiger. Ja, wenn du eine Frau auf der Straße ansprichst und du fragst dich, hey, warum klappt das nicht mit dem Frauen auf der Straße ansprechen und du kommunizierst so wie so ein Stein, so ja, dann musst du dich nicht wundern, weil dann ist es natürlich scheiß langweilig für die Frau und die Frau denkt sich halt nur so, oh, ich guck mal auf die Uhr und frag mich, wenn der Typ endlich wieder weg ist. Deswegen, das kannst du auch üben und das ist auch was ich mit meinen Coaching-Teilnehmern immer mache. Erzähl mal Geschichten, hol dir dein Handy, nimm dich selbst auf, erzähl 1, 2, 3 Geschichten, versuch sie so emotional wie möglich zu erzählen, bring Emotionen mit rein, bring Gestik mit rein, bring Mimik mit rein, benutz all diese Dinge. Das ist alles ganz, ganz starke Kommunikation und das siehst du ja schon allein an Schauspielern zum Beispiel. Warum schaust du Filme? Also ich gehe mal davon aus, jeder Zuschauer hier schaut mal ganz gerne einen Film. Das ist, glaube ich, eine ziemlich sichere Aussage. Warum schaut man gerne Filme? Filme schaut man deswegen gerne, weil Schauspieler dich sehr krass an Emotionen teilhaben lassen. Das können die halt sehr, sehr gut. Und weil die so gut reden, weil die so gut kommunizieren. Und das macht es halt spannend. Ja, niemand würde einen Film gucken, wo die Schauspieler die ganze Zeit so sprechen würden. Und dann war ich da und dann ist das und das passiert. So spricht halt kein Schauspieler, so drückt sich halt kein Schauspieler aus. Und das sind halt die Leute, ich meine, wir setzen uns ins Kino und schauen deren Filme. So sehr begeistert uns das. Deswegen ist es eine Fähigkeit, die du unbedingt lernen musst, dich lebendig auszudrücken. Ja, betone Sachen. Manche Sachen lauter, manche Sachen leiser. Manche Sachen mit mehr Energie, manche Sachen einfach ein bisschen ruhiger. Je nachdem, was du halt kommunizieren willst. Willst du Ruhe reinbringen ins Gespräch oder willst du ein bisschen Energie reinbringen ins Gespräch? Je nachdem, was du machen willst, solltest du anders kommunizieren, solltest du lebendig kommunizieren. Und allein das Lernen, lebendig zu kommunizieren, wird dein Flirt von, ja, läuft so auf sehr gut hochbringen können. Einfach nur das. Wenn du diese 3 Tipps umgesetzt bekommst, dann wird dein Flirt 100.000-mal besser sein, als er das vorher war. Wenn du nicht genau weißt, wie du es machen sollst, kommst du zu mir. Schön, dass du dabei warst, hier am heutigen Videotag. Wenn du eine Frage hast zum Video, zum Thema oder einen Videovorschlag, in die Kommentare. Ansonsten geil, dass du hier warst. Auf jeden Fall kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching im neuen Jahr bei mir bewerben. Und rechts in der Ecke geht es zu einem Video, das du mögen wirst, wenn du dieses Video hier gemocht hast. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.